Werkstatt, der Bündi ist nur was von mir, mein Freund oben. Herr Inspektor Trautmann? Was gibt's? Haben wir vergessen, die Rechnung für Gas und Strom einzuzahlen? Was? Sie sind seit 3 Monaten im Rückstand. Haben Sie vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten? Oder ist es ein längeres, finsteres Loch? Kann ich vorkommen? Ein finanzieller Engpass, eine teure Anschaffung? Blödsinn. Dafür habe ich doch diese Dings, den Dauerauftrag auf der Bank. Das wird doch monatlich einzahlt. Gell. Okay. Ist aber schon seit ewig ausständig. Eingemahnt haben wir auch schon mehrfach. Schauen Sie es heute im Postkastel noch. Das ist ein Missverständnis. Ja, das ist ein Irrtum, das kann nicht anders sein. Ja, bei der Post, da bin ich manchmal ein bisschen schlamper. Naja, von mir Werbung auch schon, aber Zahlungen, nein, das ist ein Fehler von meiner Bank. Sicher. Da schauen Sie her. Wenn Sie das bis Donnerstagmittag einzahlen, sind wir wieder im Geschäft. Sonst ist am Abend finster, verstanden? Und einen kalten Arsch werden Sie auch haben. Grüß Sie. Wieder schon. Zahnklinik. Bitte? Schau, Baby. Baby. Hör mir zu. Morgen früh gehst du dorthin. Klar, hab ich's verstanden. Willi, stehst du noch auf mich? Ich mein, das ist so wie früher, wenn wir noch in Erdberg da in der WG gewohnt haben. Aber Sweetheart, ich weiß gar nicht, wie du sowas fragen kannst. Du weißt doch, ich reiß mir das Herz aus für dich. Mal so, dass es bald vorbei ist. Und dann fahren wir auf ewig weg und haben es einfach nur mehr schön. Ja, vielleicht machen wir ein kleines Lokal auf in Griechenland. Hä? Sicher, Kleine. Schauen wir mal. Ich muss jetzt da hin, bis später. Also gehen wir es an, aber langsam, verstehst du, sonst reißen die auseinander. Geil. Okay. Na, hey, los. Der Arzt in der Klinik hat gesagt, ich muss noch 5 oder 6 Mal kommen. Sehr interessant. Können wir? Also, jetzt machen wir mal ein schönes A. Gehen wir. A. So, also. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt. Hat schon wieder einen Fehlalarm gegeben. Kommen müssen wir, auch wenn es ein Fehlalarm war. Das war jetzt der 3. in dem Monat. Ja, ich weiß eh, es ist mir so peinlich, aber wir haben eine neue, sehr junge Mitarbeiterin, deren Patenonkel ist einer unserer besten Kunden. Und das seit fast 4 Jahrzehnten. Und das Kind verwechselt permanent den Schalter. Ich bitte! Warten Sie nicht, bitte! Halt's Maul! Schlecht ins Eck! Schlecht dich, geh mal! So, und jetzt auch am Boden, mit dem Gesicht nach unten. Dalli! Ich bitte Sie! Sie haben da eh schon alles. Ich geh schlecht. Meine Hüfte gehört operiert. Dabei habe ich eh nur einen Fuß. Und außer. Geh mal! Okay, ist gut, ist gut. Aber aufstehen kann ich da nimmer. Also, Fräulein Trixi, noch einmal. Der Schalter hier schließt die Jalousien, die Vorhänge. Und der hier alarmiert die Polizei. Der Alarmschalter für den stillen Alarm. Ja, ist das gar so schwer? Na, Chef, das ist eh Urbaby, bitte, haben Sie recht. Ich war nur so in Gedanken und die Sonne hat hereingescheint. Ja, ich glaube, ich werde mit dem Herrn Wessely ein ernstes Wort sprechen müssen. Ja, von mir aus, dann lassen Sie ihn halt lieb grüßen. Vielleicht ist es am besten, Sie drücken gar keinen Knopf mehr, Fräulein. Genau.
Und das nächste Mal holen Sie einfach einen Kollegen, wenn Sie die Jalousien zukloppen wollen. Hm? Okidoki. Gute Idee, Sheriff. Die müssen in der Bank in der Stuberstraße irgendeinen Idioten haben, der dauernd den Alarmknopf mit irgendeinem anderen Schalter verwechselt. Ja, das Bursche, hast du meinen Lagschein einzahlt? Was für ein Lagschein? Das soll doch nicht so deppert. Den für Strom und Gas, ich hab dir doch ein Geld gegeben und dich gebeten, dass man das einzahlt. Ma, entschuldige, Trautmann. Tut mir leid, das hab ich vergessen. Bitte, Bursche, ich hab dir doch gesagt, wie wichtig das ist. Die Drama das Licht und die Heizung hat. Da ist irgendein Fehler passiert auf meiner Bahn. Jo, warte mal. Mein Gott. Jetzt seit Tagen im Dienst und hab keine Zeit, dass ich dort hingehe. Du bist mir vielleicht ein Haarer. Ja, hast du noch nie was vergessen? Außerdem, ein normaler Mensch macht das im Internet, Telebanking. Das ist völlig problemlos und zuverlässig. Ja, so wie du, was? Da. Bitte, jungfräulich, wie frisch gedruckt. Na fein, danke. Vollkoffer. So, können wir dann weitermachen? Wir haben schließlich eine Einbruchserie zu klären. Diese Trafikenräuberin. Trautmann, es wird schon langsam Zeit für irgendeinen konkreten Hinweis, für ihre richtige Spur. Ja, ich muss noch schnell auf die Bank. Okay. Wir sind mitten in einer Fallanalyse, bitte. Danke. Trautmann, schon wieder Überfall auf der Trafik. Keine 10 Minuten her, Sebastian Kneipgasse. Die Partei weiß, was an dir hat heute. Du kannst dich voll auf uns verlassen. Das will ich schwer hoffen bei der Summe, Ferl. Indianer Ehrenwort. Geld regiert die Welt. Versteht man sich? Das ist aus meiner Privatschatulle. Scheint nirgends auf. Pass gut drauf auf, mein Freund. Und macht eine schöne Kampagne damit. Du weißt, Heinz, es ist gut angelegt. Es ist ein quasi Blue Chip. Dann geht der Exportauftrag raus. Ich glaube, es ist Donnerstag oder so. Ja, Donnerstag. Aber es ist alles. Keine Überraschungen. Aber woher denn? Sag mal, die Wiesen. Die unseren sind alle auf Linie, ne? Glaubt's mir? Nein, also. Das ist keine Aktienspekulation, was wir da machen. Das ist Wirtschaftspolitik Deluxe, lieber Heinz. Du haftest mir persönlich dafür. Verstanden? Ich hüte dieses Köfferchen wie mein linkes Auge. Und dein Name bleibt natürlich draußen, Heinz. Brauchen wir nicht reden. Grünstall! Mach dir einen schönen Abend. Fahren wir. Zu glauben, dass das eine Frau war? Ja, beschwören kann ich es nicht. Aber ich bin ziemlich sicher. Ziemlich sicher? Ja. Herr Böltl, wir sind auf der Suche nach einem Serienräuber. Ja? Da verlassen wir uns ungern auf irgendwelche Schätzungen, verstanden? Langsam, Bursche. Schließlich ist der Herr Böltl kein Verdächtiger, sondern das Opfer. Na, bist wieder unfreundlich zu den Leuten, was, Bursche? Da werden sie nichts erzählen, was du wissen willst. Na, was, wieso? Der hat schon das alles ausspucken, wenn er was weiß, und zwar eilig. Gib uns mal ein Backel Tabak, bitteschön. Ja, Backel Tabak. Sagen Sie, wie viel war es eigentlich? Ich meine die Marie. Naja, also 1000 Euro bestimmt, wahrscheinlich aber sogar 1500. Ein richtiges Vermögen also. Weißt du was, Bursche? 100 Euro. 100 Euro, wenn du mir bis Donnerstag zumindest einen Tatverdächtigen bringst. Hm? Was heißt 100? 200? Ja, da bin ich aber dabei. Vom Jahr 200. Na gut, aber das ist ja feig. Ich meine, ihr seid ja. Ja, wieso? Da steckst du die Nase in den Computer, fütterst dir mit alle Daten, wie du willst, ermittelst, wie du willst. Das ist doch ein Angebot, oder? Na gut, sag mal so. Wenn ich gewinne, kriege ich 400 von euch. Wenn ich verliere, teilt sie euch 200, weil ich bin ja schließlich alleine. Okay? Okay, gut, gut, gut. Dieses Handygepiepse kann einen krank machen, was? Ah, ein SMS vom Oberst. Er will noch vor Feierabend alle Infos zu dem Raub da haben. Kann er haben. Was heißt eigentlich SMS? Sadomaso-Sex. Muss das Leben schön sein, wenn man so einfach gestrickt ist. Jetzt pass einmal auf. Du kannst ruhig auch mal was witzig finden, was wirklich lustig ist. Bloß nach, Bursche, bloß nicht so auf.
Marschier mal, wir sind nicht fertig da. Herr Bürtel, Sie kommen noch mit uns, ja? Komm mit euch. Also, am Viertel kommen wir näher. Na super, jetzt wird die Bank auch wieder versammelt. So, kommen uns mit die Herren, bitte. Sind wir schwerhörig? Hopp auf! Meine Kollegin, die Frau Dr. Rani Sperl, macht den anderen Patienten. Ich mache heute wieder den Herrn Mittermüller. Ruine, bitte. So, Herr Mittermüller, gehen wir es wieder an. Und das Stück ist Ihnen einfach so herausgebrochen, Herr Brenner. Schon seit. Ich weiß nicht, Nazlangl. Der Brendl hat sehr entschlossen geklungen und die Tricks ist halt. Naja, weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Was ist mit meinen Patenkindern leicht? Hexe. Hexe ist. Ich hab ihn nicht gemeint. Was? Naja, ich sag ja nix. Flott ist sie, die Trixie, und zuverlässig. Und keiner versteht, warum der Schneebrunzer von einem Bankenchef blöd die Pappen aufreißt. Ne? Ja, genau. Und das wirst du morgen diesem Geldwäscher wortwörtlich sagen. Deswegen kommst du mit. Ja, Nazlangl. Wie du willst. Ich muss einmal. Ich ja. Also, komm einer. Was? Scheiße. Also, groß musst du? Wollen Sie es noch genauer wissen? Hans, ich muss abschließen erinnern, okay? Alles klar. Setz dich nieder, gehen wir. Danke. Zumachen werde ich es wohl noch dürfen. Ich sperre ihn nicht ab. Haarfarbe? Das ist alles so schnell gegangen. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Stellen Sie sich das Ganze noch einmal ganz in Ruhe vor, wie es abgelaufen ist. Und dann schauen Sie der Person auf die Haare. Dunkelblond war sie. Das ist klar. Genau. Sehr gut. Geht ja. So. Hat die Dame mit einem Akzent geredet oder österreichisch? Österreichisch, ganz bestimmt. Irgendeinen speziellen Dialekt? Kärntnerisch oder steirisch? Nein, wienerisch hat's geredet. Super, das schließt schon mal einige Personen aus. Gratuliere, Bursche. Da bleiben ja höchstens 50 über. So, und jetzt grenzt man das Ganze ein auf die Jahre 98 bis heute. Bitte bin ich dann fertig, weil es ist schon spät geworden. Ja, gleich einen Moment, gell? 46 Treffer.
6 davon sind verstorben, 12 sind im Häfen, bleiben 28. Ich druck's euch gleich aus, ja? Ja, danke. Kein Erfolg, wie ich finde. Na ja, 28 Überprüfungen, das sind 14 für jeden von euch. Wisst wenigstens, was morgens tun habt, ne? Kann ich jetzt bitte nach Hause? Hans, komm einer, ich muss auch schnell einmal pinkeln. Der nervt, los, komm. Nimm ihm die Puffen weg. Es tut mir leid, Hans, er hat plötzlich offen. Und jetzt sperrst du ihm die Ochter auf. Aber langsam. Was? Wie gibt's denn das? War die nicht verschlossen, oder was? Die müssen einen Komplizen gehabt haben, der vermutlich im Häusler Waffen versteckt hat. Sehr raffiniert. Und die zwei Beamten haben es mit Handschellen gefesselt und mit Taschentücher geknebelt. Brenner. Also jetzt langsam, Trautmann. Bitte, aber ich weiß schon, was jetzt kommt. Es geht uns nichts mehr an, nicht? Weil es ist auch nicht in unserem Bezirk passiert, sondern drüben im 9. Nur ganz ist es auch nicht mehr, lieber, gell? Schließlich habe ich die zwei eingeknallt. Und beide treten wegen Mord an. Jetzt beruhig dich bitte. Es ist schon so, wie du sagst. Du suchst jetzt weiter die Trafikenräuberin. Wir werden die Augen offen halten, klar. Wenn wir die zwei Ausbrecher sehen, fangen wir es wieder ein. Und wenn wir es nicht sehen, dann kann man auch nichts machen. Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei Schwerverbrechern. Wilhelm Brenner und Franz Mittermüller sind wegen Drogenhandels und mehrfachen Mordes verurteilt. Heute Nachmittag sind die beiden bei einem Haftausgang aus der Zahnklinik im Wiener Allgemeinen Krankenhaus geflohen. Wilhelm Brenner ist 1,88 Meter groß, schlank, hat schwarzes Haar und eine auffällige Tätowierung an der rechten Halsseite. Und zwar ein Schlangenkopfmotiv hat er da tätowiert. Franz Mittermüller ist 1,78 Meter groß. Er hat langes, graues Haar und besonders auffällig ist seine obere Zahnreihe. Beide Täter sind bewaffnet und gelten als sehr gefährlich. Wenn Sie Hinweise haben, bitte an das Kriminalamt Wien oder jede andere Polizeidienststelle. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro. 0664448 Jetzt sind wir heute zu einem anderen Thema. Sedlacek oder Viscochil, diese typischen Wiener Namen verraten, dass Wien schon seit Jahren von Zuwanderung geprägt ist. Und bei meinem Wahnsinn, die Kerle. Was schaust du? Hey, der ist da. So, wegen morgen einmal, ja? Drei Fragen. Das da ist unser ganze Armada, ne? Zuckerleibwand, Firma Tank. Du hast das Spielzeug da, die Spritzen ist nur für Erwachsene, okay? Ja, schon recht, ich bin nicht ein großer Schießer. Also nicht jeder gleich der Blitzgesicht sehen, oder? Das ist eh wahr. Und zweitens? Was? Ach so, ja. Das Fluchtauto, das machen wir morgen in der Früh, oder? Ich oder das Mal? Ich hab glaubt, du bist unter anderem wegen einer Autoeinbruchserie gesessen. Stimmt. Na also. Die Kleine halt ja, ne? Die wird das Auto ohne Probleme fahren. Die Nerven ein paar ist einmal, ne? Klar, hast Schiss? Wenn du Troubles hast mit dem Auto, sagt das knacke wie nix. Kein Bisco, kein Problem. Ich mach mir eh keine Sorgen, schön nicht. Alles rot, schon super leibend. Sogar mal ist das morgen wirklich so ein Spaziergang, wie du die letzten Wochen gesagt hast, der Kinderspiel? 100 pro. Schau, dass sie das gesamte elektrische System, ja, in Köller vom Nachbarhaus eingebaut haben, das weiß ich von einem super Spätzl, der was auch gerade seit Zeit macht. Außerdem, ich bin ein gelernter Elektriker. Du wirst keinen Alarm hören, hier. Das könnt's mir's glauben. Na dann, schau, wie du den Ruckzug einige in die Marie abstauben und wieder anzischen wie ein Schaß. Die Rosi fährt uns aus der Stadt und dann drängen sie unsere Wege sowieso, amigo. Bingo. Kein Alarm. Silenzio.
Der Grund, warum wir die anrufen, war bis. Es geht um die Tochter, die Rose. Wir haben so schön gehabt in Kreta. Aber kaum war man zurück in Wien, hat alles wieder von vorne angefangen. Ich wollte die gar nicht mehr belästigen damit. Die Speiskarten von der Rose sind inzwischen ziemlich umfangreich geworden. Besitz und Verkauf von Rauschgift. Ab. Widerstand gegen Staatsgewalt. Diebstahl. Verstöße gegen die Bewährungsauflagen etc. etc. Das ist so schlimm. Das hätte ich nie geglaubt, dass mir mal sowas passiert. Also, das ist so mittendrin, mein Kind. Und um ehrlich zu sein, ich habe den starken Verdacht, dass die Rose die Trafikenräuberin ist, hinter der das ganze Kord her ist. Ich muss unbedingt wissen, wo sie ist. Das wüsste ich selber gern. Ich habe seit über einem Monat nichts von ihr gehört. Nichts. Sie ist doch mein Kind, Trautmann. Ich liebe sie doch. Tja. Du weißt ja, wo du mich findest, Franzi. Trautmann? Ja? Ach, nix. Für dich. Bis bald. Los! Halt die Gerschen! Sonst geraucht's. Was weiß man? Das ist doch keine Sache, oder? Ja, nicht. Also zieht die an, damit du schnell zurück bist. Und sei leise, ja. Endlich erwische ich dich, heißt es. Servus, Herr Ferl ist da. Ja. Gute Nachricht, die Marie von Bock ist da. Ja. Er hat sie mir eigenhändig ausgehändigt in einen kleinen Koffer. Das ganze Gerstl einfach so, auf Handschlag. Tutti, 5 Millionen an Samsonite. Der Wahnsinn. Also am Handy tun wir nicht ganz offen über alles sprechen, gell? Grünscheidl, das, was du da hast, das muss jetzt einfach verschwinden. Du weißt genau, wenn wir momentan ein bisschen Gegenwind, dann wäre es besser, die Sache taucht unter. Ja, das Ding. Servus, grüß dich. Moment, dann weißt du, entschuldige, wie meinst du es jetzt? Aber ich kann da den Koffer, das Ding nicht irgendwo unterstellen. Bitte, du hast recht, ich könnte es natürlich in mein Büro mitnehmen. Das ist schon gescheit, erst auf keinen Fall, Grünscheidl. Lass dir was einfallen, aber was Sicheres. Gang, bitte, sind Sie mit. Ja, was Sicheres? Naja, was ist sicher? Ein Schließfach, ein Bankschließfach vielleicht. Na, das ist nicht gut. Das wird sofort einer bestimmten Person oder der Firma zugeordnet. Das ist irgendwie so ein EU-Schatz, glaube ich. Ja, typisch. Die EU, der Blindgängerverein. Danke. Was dann, Grünscheidl, ich muss jetzt wirklich sausen. Du bist mir für die ganze Geschichte voll verantwortlich. Ja, ich lehne mich da an dir oder ich verabschiede mich lautstark. Alles klar, toi, toi, toi. Wird schon schief gehen. Ja, bitte, was machst du da? Geh weg! Dass mir die Bank nichts am tun ist, Rudi. Nichts wie Ärger. Meine hat gerade was mit meinem Konto versaut. Aber morgen davor bin ich tot und mache ihn gestanden. Wegen was denn? Ja, die Herren Banken, die können gleich zugesperrt. Die machen eine Filiale nach der anderen auf und außer Bearbeitungsgebühren kassieren, machen sie genau nichts. Oh ja.
sich selber ein paar Bozen gehört auszuholen, das tun uns. Und die Skifahrer sponsern. Die ganzen Sportler haben ja mittlerweile eh schon jeder hinten und vorne irgendwo eine depperte Parkreklame drauf biegen. Ja, das sagst gerade du, der was in seinem ganzen Leben noch keinen Handstrich aus einem Glaselhemd gemacht hat. Wir können die ganzen Parken können mir sowieso gestohlen bleiben, weil Geld habe ich eh keins. Und ich sag immer rund, ich sag, was wirklich Ungutes auf der Welt gibt, dann ist das das Geld. Von dem kommt alles Schlechte. Na, dann mach's gut, oder? Weil sie sich ganz ergebnisch spekte. Soll ich mir noch ein kleines Kognak haben? Okay. Der da, der ist sicher kein Problem. Das ist ein sicheres Fahrzeug. Da gehen alle Tests sicher durch. Mach ihm auf. Das, ja? Das ist ja eine Hutschachtel und uralt. Haben wir nichts Sportlicheres? Meinst du mein Schließfach? Also gut, ja. Dein Schließfach. Gib's mir jetzt bitte den Schlüssel. Also, ich hätte schon gerne gewusst, was du da hineinlegen willst. Bei aller Liebe. Ich verstehe nicht, dass ihr Frauen immer alles bis ins kleinste Detail wissen müsst. Und da wollt ihr immer noch das letzte Wort haben. Ich verstehe es nicht, Puppe, wirklich. Also, wurscht, jetzt hast du mir schon die Freude verdorben. Es ist natürlich ein Geschenk für dich zu deinem. Na, was hast du als nächstes? Geburtstag? Das wollte ich dort versperren. Passt dir das jetzt? Erstens ist mein Geburtstag erst in 5 Monaten. Es tut mir so leid. Entschuldige, ich habe es gerade jetzt zu besonders günstigen Konditionen bekommen. Schlimm? Zweitens würde ich es doch bestimmt in meinem Schließfach irgendwann sehen. Dieses, Geschenkdings, ja? Das wäre in dem Koffer gewesen. Der Koffer wäre versperrt gewesen. Dann hätte ich noch ein Katerl dazugegeben. Herrgott, noch einmal! Plus 2 Tickets für Mauritius. Noch zusätzlich dazu. Die kennen mich zum Geschenk. So. Ist das leichter? Dass man wieder endlich einmal alles ruiniert hast? Das klingt sehr spannend. Dein Geschenk. Und Mauritius. Krieg jetzt den Schlüssel. So, Dala, da müsste jetzt irgendwo so ein Ort für Talerkosten sein. Dann werden wir gleich haben. Kinder, bitte macht euch nicht schmutzig da. Bingo! Das ist ein Scherz, oder? Was? Na, die werden doch wohl nicht wirklich die Elektrik von der Bank da oder in die Karte reingestellt haben. Na, wieso nicht, wenn ich das sage? Na, bitte, da haben wir schon. Was will ich? Ich hab keinen Bock, wegen dem Gebiss da ins Häfen zu marschieren. Na ja, da ist genau da. Was bitte? Da müssen wir stimmen. Zieh ich das richtige Kabel an und es geht schon los. Na also, was ist los? Helft's mir. Da haben wir Stemmeisen, gehen wir, oder wollt ihr überwintern da? Jetzt pass einmal genau auf, Geschirr, weil der Herr Wessely sagt alles immer nur einmal. Das Mal die Tricks ist eine echte Verstärkung für euer Team. Und wenn ihr Christkindeln den Jalousieschalter und den Alarmschalter nebeneinander montiert, dann ist kein Wunder, dass die Polizei ständig auf Anschlag ist bei euch. Ihr werdet den Fehler beseitigen und dann ist Ruhe. Lasst den Dreck endlich umbauen. Also, Herr Wessely. Bleiben wir vernünftig. Ja, genau. Weil unvernünftig wäre es, wenn ich jetzt da hinausginge und meine Herren machen da herinnen ein Müsli aus dir. Vielleicht finden wir doch eine Tätigkeit fürs Fräulein Trixi, wo sie glücklich damit ist und wir auch. Schaut, morgens den Herrn Wessely nicht grantig. Na, glaubst du, das ist so ein Hetz für ein junges Maul, was den ganzen Tag in einem muffigen Büro sitzen soll mit irgendeinem Weh vis-à-vis, was in einem Furt noch deppert umeinander rechnet? Redest du oder rede ich? Na, du, Nazl, immer du. Grüße, Frau Elfi.
gewisse Abgeordnete. Leute wie Sie müssen sich ausstellen. Das hätte man gar nicht getan. Da hat man. Haben Sie keinen Dienst auf der Wachstum? Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Inspektor Trautmann vom Korps 2 geht in der Arbeitszeit auf die Bank. Während im ganzen Bezirk reinweist, die Trafiken überfallen werden und die Kriminalität die schönsten Blüten vertreibt. Ihr Pflichtbewusstsein möchte ich nicht haben. Schau mal, schau mal. Ich wollte Sie auf keinen Fall mit meinem Ärger belästigen. Sie haben sicherlich das hübsche Kopferl voller komplizierter Dinge, ne? Keine Ursache. Na? Was los da drin? Bin gespannt, ob der Lärm niemanden stört. Und vor allem, wie du das Loch dort dem Hausmeister erklären wirst. Bitte, das stört doch keinen Menschen. Wir sind in Wien. Da wird andauernd, wo kämmert, bald aufgestemmt. Da sind sie ganz nahe drauf in der Stadt. So. Na, jetzt brauche ich ein Zangerl, bitte. Moment, bitte. Was ist jetzt, Professor? Moment. Ich sage immer, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und du hast mir von Anfang an einen vernünftigen Eindruck gemacht. Schön, dass du die Trixi so gern auf Dauer einstellen wirst. Sie wird sich's überlegen. Komm, sag mal per du. Herr Dr. Breindl, Entschuldigung, es ist Alarm ausgelöst worden. Die Frau Trixi glaubt, sie hat schon wieder die Schalter verwechselt. Soll ich bei der Polizei anrufen? Nein, nein, Elfi. Die Beamten müssen ja sowieso kommen. Also, Damen mal bi, bleiben noch circa 7 Hasen im Rennen. Meinst du junge Frauen, die du gerne zum engeren Täterkreis zählen würdest? Genau, Täterkreis. Wurscht, fahr mal! Ja. Schon wieder Alarm in der Wiener Landespark Stuberstraße. Was geht's? Die Kleine ist ein fester Trampel. Erwischt allerweil den falschen Knopf, das Pferd. Bursche, bitte reiß dich zusammen und mach einmal was Gescheites. Hm? Der Trautmann ist eh gerade auf die Bank gegangen. Ruf ihn an und frag ihn noch einmal an. Glaube ich nicht. Na, Bursche, denkt praktisch, die Frau Kollegin. Hm? Ja? Was? Das Einzige, was sie da tut, ist, unser Abgeordneter Grünstädtler Bankkundin sexuell belästigt. Sonst nix. Mit einem Wort still, wie der Kaiser gruft. Passt. Dann stoppe ich die Streife, die unterwegs zur Bank ist, okay? Du sagst es. Da ist zwar jede Menge Betrieb da herinnen, aber nichts Auffälliges. Böhr. Was ist ja hier? Noch ein hoher Besuch. Was ist?
Der Wessel und der King plus zwei Cornetto stehen in der Gegend herum. Allerdings eine seriöse Kunst. Na, Hauptsache, du bist bald wieder im Kord. Wir haben die Hühner, also den Täterkreis eingeengt. Sehr schön. Die Mone und ich, wir fahren jetzt zur nächsten Befragung. Wenn du mitkommen willst, wir fahren jetzt los. Okay, ich bin eh gleich da. Also, vierte, servus. Wir holen dich ab. Überfall! Alles auf dem Boden und sind um vier ausgesteigt. Der ist geriert und ausgesessen. Komm, geh mal. Das Ganze fällt da rein. Die Alarmanlage ist ausgeschalten, also bemühe dich nicht. Komm, du mit mir. Es kann alles schnell wieder vorbei sein, also tut's meinen Anweisungen folgen. Schmuck, Brieftaschen, Uhren und Handys legt jeder vor seinen Kopf auf den Boden. Geht von dir! Aber keine schnellen Bewegungen, drauf bin ich nervös. Am Boden liegt. Der Typ hat er gerochen. So? Ich zähle jetzt bis drei. Dann würde ich jede Waffe, die dann irgendwem runterhängt, am Boden liegen sehen. Komm, sonst führe sie wahllos in die Gegend. Nichts als Aussehen, damit sie die Offenheit nicht schläft. Eins. Zwei. Was ist das? Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Hochbrenner. Schlechtes Jahr erwischt, was? Du bist echt ein Clown. Gestern brichst du aus dem Häfen aus und heute machst du gleich einen Bach. Endlich sind sie mal tot, wo was passiert, Trotz. Ich will ja Ruhe haben. Je wurscht, dass du da bist, bloß der Hirsch. Wenn du einen Zucker machst, bist du weg. Schlumpf da drüben, hocht sich auch wieder mit der Müller. Hm? Ich bin nicht gewusst, dass ihr zwei euch so mögt. Naja, nach der Nummer hast du in jedem Fall Einzelhaft. Komm, geh mal, Leilen. Ich bin schnell wieder raus da. Du auch wieder! Wer da 8, was gibt's? Schon wieder ein Alarm in der Bank. Ich kann auch nichts machen. Bitte? Ich hab den Moment umgedreht, weil es geheißen hat, der Trautmann ist in der Bank und es ist alles in Ordnung. Ich weiß, aber es ist schon wieder Alarm ausgelöst worden. Bitte überprüfen. Jetzt kannst du sich aber auch was gefasst machen, die Klare. Erst, die kann erst da vorne umdrehen. Weißt du was, ich ruf wieder den Trautmann an. Wenn der in der Bank ist. Was ist denn da schon wieder passiert? Na, hoffentlich nichts, was uns was angeht. Sag, hast du keinen Funk im Auto? Ja, sicher. In meinem Privatauto werde die Polizei funkieren. Klar. Das ist schon komisch. Ich hab gesagt, Handy ist auf dem Boden. Wer ist denn das? Du, lieber, langsam, Marceline. Ich bin froh, dass da so viele Leute erinnern sind, sonst hätte ich schon meinen Spaß mit dir, Brenner. Glaub mir das. Spaß? Ihr bin ein Spaß. Bist du noch ganz dicht, oder was? Scheiße. Das ist ja eine Ehre. Lass ihn werkeln, damit er schnell wieder draußen ist. Stille, Gusch. Ich will jetzt zu den Schließfächern. Wer kann dort aufmachen? Komm, hau mal an. Wir haben eh schon genug Zeit. In die Schließfächer ist aber noch mehr. Und lustig haben wir es auch da. Ein Raub mit einem Bullen als Zeugen. Wir werden es noch viel lustiger haben, wir zwei Brenner. Das verspreche ich dir.
Und du weißt ja, was der Trautmann verspricht, das wollte er nicht. Entschuldigung. Mir ist so schlecht. Ich hab's mit dem Herz. Der Pumpen wird's schon noch da machen, die paar Minuten. Ich könnte Ihnen was richten, ich sitze im Parlament. Na, du sitzt auf deinem Arsch und Kosch. Ja. Wo ist denn das her? Alles okay? Woher, woher? Von der Clan, ha? Feind hört mit. Also, wer ist denn jetzt der Häuptling da? Keiner. Dann hat er keine Ahnung, wie man in den Tresorraum kommt, oder? Ja, es weiß nicht einmal, wer wo der sein könnte. Du alter Scheißer, könntest der Chef sein von der Partei da drinnen. Greif mir nicht an. Bett lieber zum Himmelvater, dass du geschwind abflanierst, Bube. Weil sonst stößt ganz flott die Bock auf. Hast du einen feinen Spruch drauf? Opa. So red kein Bankenwichser. Geh in den Arsch, in den Himmel kommst du eh nicht, du Krieg. Hallo, Schönheit. Willst du meine Komplizin werden da erinnern? Greif's nicht an, sonst bist du tot. Ich schwör's. Ruhe zu, Brenner. Ich mach dir einen Vorschlag. Du schnappst jetzt Marie und dann haust du mit dem Kompaniero und nur kann man nix über die Heize. Das war lustig, ne? Du hast deinen Spaß gehabt. Und niemand ist was geschehen. Komm, Willi, komm, hau mal ab. Verschwind mir da jetzt, komm. Also, wer ist denn der Chef da drinnen, Prinzessin? Ich bin der Direktor. Das möchtest du nicht gleich brüllen, Schlange. Gehen wir? Bitte. Na, du gehst vor, aber Tempo. Wenn einer aufmacht, cheers. So. Muss der Strom weg sein, du. Da hat jemand den Alarm ausgelöst. Gibt's nicht, kann nicht sein. Doch, doch, wenn der Alarm ausgelöst wird, dann bricht da hier die Stromversorgung zusammen. Das ist eine Sicherheitsvorschrift. Ehrenwort. Mitkommen. Du Trottel, du bist das allergrößte Weh von überhaupt. Du Wappler, hast die falsche Leitung knackt und finster ist beim Arsch. Was denn überhaupt? Polizei, Waffen, Messe! Ich sperre mit dem Direktor die Tür zu, dass da keiner mehr reinkommt. Verschwind mal jetzt schnell! Spät mit der Müller, zu spät. Wer hat dich gefragt? Leg dich wieder am Boden, Geschissener. Die Kollegen haben genau in dem Augenblick die Zentrale verständigt. Alles klar. Wir bleiben in Deckung und unternehmen nichts. Jetzt weg da! Zur Polizei, sonst gehen wir! Hopp! Nicht los! Hopp! Vorwärts weg da! Gehen wir! Hopp! Vor uns! Gehen wir! Tja, Brenner, jetzt wird der Alarm ausgegeben. Das heißt, in ein paar Minuten ist die Vorhut von der Vega da. Und kurz darauf das komplette Geschwader. Und wenn die da ankommen, haben sie schon ganz genau den Einsatz. Dann werden die Burschen in einem Wahnsinnstempo rund um das Gebäude aufgeteilt. Zu dem Zeitpunkt wissen sie schon ganz genau, wie sie zugreifen werden, wenn es soweit ist. Ob
Horst bespricht sie mit dem Einsatzleiter. Sie wissen bereits ganz genau, wie viel wir da erinnern sind. Und vor allem wo. Dann checken sie aus, wer du bist. Wo du sozusagen ungestört sprechen kannst. Sie jagen sich deine Forderungen und lassen die tunzen. Dann let's wieder. Sie wollen die Geiseln verpflegen. Sie wollen Nahrung und Getränke anliefern. Das musst dann alles du entscheiden. Die Uhr tickt, tickt. Nacht wirst miert, in der Früh bist Gatsch. Dann müssen alle aufs Klo, einer nach dem anderen. Und du musst mitgehen und heraus musst aufpassen. Schöner Stress, dann let's wieder. Herr Brenner? Der Psychologe. Nein, Herr Brenner, Sie müssen... Taktierer. Aber Sie haben nichts zu verlieren. Der arbeitet dann auf, Brenner. Dein ganzes beschissenes Leben, sagt er aus dir aus. Alles, bis du wach bist. Und entweder aufgibst oder durchdrehst. Ich brenne. Bin da bei dir. Da. Ich bleib da sitzen und schau dazu, wie du im Gras gehst, wie du hamst. Ich bin schon gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Ich hab da 100 Euro. Ihr seht sie auf mich. Jetzt war darauf, dass ich am Montag in der Früh an meinem Schreibtisch sitzen werde und auf der Titelseite von irgendeiner Zeitung stehen gerade einmal 3 Zeilen über dich. Ich hab gesagt, Fleischmanns. Na, der Herr Gescheiter, die müssen seinen Spaß haben. Das ist, wenn wir nur den Fluchtwagen verlangen und abhauen. Ha? Du bist mal zu blöd mit der Müller. Als erstes reparierst du jetzt einmal die Anlage, damit die scheiß Safety aufgeht und zahm, sonst weiß ich nicht, wie lange es dir noch gibt. Jetzt, Brenner, ich bin nicht dein Schakel, verstehst du? Jetzt bist du her. Nur, dass wir Deutsch reden, ich hab keine Lust auf Verhandeln mit dir, Flirka. Was habt ihr denn noch geredet, du und die Kleine, ha? Jetzt habt ihr euch was ausgeschnappst. Ich hab's eh genau gesehen. Ja. Ich hab der Rosi gesagt, dass ich nicht durch 3 teilen will. Das heißt, auf dem Weg zum Fluchtauto verlieren wir die mit der Müller. Inzwischen hab ich mir's anders überlegt. Ich knall dich ab, wenn du mit dem Tresorraum fertig bist. Einverstanden? Gut, ich spiel echt. Taugt mal. Leibwand. Wo ist denn das Stromkastel direkt? Scheißlich so etwas. Richtig niederziehend. Die Medien werden uns, der Exekutive, vorwerfen, dass wir eine Situation wie diese nicht schon im Vorfeld 100-mal geprobt haben. Zeitungsschmierer. Und politische Gegner. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ja, die Vega kann zugreifen, die sind bereit. Aber der Zeilinger, der Einsatzleiter, meint, dass ein gewisses Restrisiko besteht, was die Geiseln betrifft. Tja, übersetzt heißt das, es könnte auch Opfer geben. Ausgeschlossen. Das Ultimatum läuft in einer Stunde ab. Was bleibt uns übrig? 1 Million ist nicht die Welt und das Geld aus der Bank ist durch Versicherungen abgedeckt. Also, ich würde sagen... Ich auch. Rudi, unbedingt. Wenn wir das Fluchtauto präparieren, dann kommt er sowieso nicht weit. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ja, und die Vega soll sich an ihn dranheften. Also gut. Wir erfüllen die Forderungen. Aber es müssen sofort mindestens 10 Geiseln freigehen.
Als Zeichen des guten Willens. Danke, Herr Minister. Ich werde es gleich durchgeben. Das kann nicht gehen, bitte. Sag, Brenner. Wie schaut's aus? Was glaubst du? Wie lange schaffst du es noch? Was geht dir das an? In einer halben Stunde bin ich entweder draußen oder es fängt das große Sterben an da herin mit dir als Ersten. Das kann ja wohl nur ein Scherz sein, dass die Krippelpartie von Bank und Polizei nicht einmal eine Mille ausreißen kann für den Vogel da. Ja, und irgendeine Blechschüssel dazu und ab mit den zwei Clowns. Habt recht, Burschen. Werden wir die Sache ein bisschen beschleunigen. Ich fang mit einem von euch. Brenner! Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Politiker, was ist eigentlich in deinem Koffer? Nix. Besprechungsunterlagen von Besprechungen. Politische Sachen fad. Ist total langweilig für die, für sie. Aufmachen. Es ist trotzdem nichts drin. Schauen Sie, ich bin ein Abgeordneter zum Nationalrat. Man kennt mich hier, mein Name ist Grünsteidl. Ich kann Ihrer Sache sicherlich sehr, sehr dienlich, sagt man nicht. Von draußen ein bisschen die Fäden ziehen. Goschen halten, Blätt gefressen. Aufmachen. Lass uns mir rausgehen, bitte. Ich verspreche mir, dass die Schwere Ihnen all Ihre Forderungen werden schnell und verlässlich erfüllen. Und nicht durch diese Tür. Ich möchte es nicht noch einmal sagen. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Arschloch bleibt ein Arschloch. Was ist denn das für Geld, Grünsteidl? Wen hast du denn diesmal über den Tisch zum? Mal halten. Alle. Und du, Würstel, mach den Koffer wieder zu. Langsam auf den Boden steuern. Dann setz dich wieder und machst das so richtig gemütlich. Super! Aber die Mariano, die Überbrückung kann ich eh nicht herstellen, das ist völlig unmöglich. Erst gehen wir schleichen und gut! Das war so am Zager mit der Müller mit einer blöden Visage, nimm den Arsch und Hände und zauber die Safety auf, wenn's morgen früh noch was Festes beißen willst. Ja, das reicht's mir, Oma! Fremder! Lieber aufbrennen! Das hat doch keinen Sinn mehr. Schon der eigene Komplize will nicht. Und meine Leute draußen, die lassen die auflaufen. Die pressen die aus. Das spielt ja Kotz und Maus, die kennen das. Für was habe ich einen Haufen Geiseln? Da ist nichts geschehen. Das Geld ist wahrscheinlich versichert. Aber die Leute. Wenn deine Haberer draußen Mandeln machen, wird einer nach dem anderen umblasen. Ich hab nichts zum Verlieren. Ich hab den Frag. Lebenslänglich. Bei mir ist wurscht. Dann druck auf, Haberer! Was glaubst du, wie oft ich nicht laufen einer Krochen geschaut hab? Was ist? Was ist? Ist's weg oder was? Bist du den wilden Mann mit deiner Maschinenpistole und deiner großen Goschen? Aber in Wahrheit bist du ein Mama-Burli, ein Hosenscheiß. Genau! Und deswegen meine Herren, geh jetzt, trink sie, komm. Nasel, bitte bleib sitzen. Nein, Schere. Ja, was ist jetzt? Fang an mit der Hinrichtung. Einer nach dem anderen. Ging jetzt los, jetzt gut sein, ja? Leon, bitte. Bitte, Leon, bleiben wir, wo wir sind, ja? Jetzt bleiben wir alle ganz vernünftig. Ganz ruhig und vernünftig. Schau, Willi, du auch. Das hat doch alles keinen Sinn. Bravo. Was machst du jetzt, Brenner? Du hast niemanden zum Aufpassen da draußen. Und du nicht mehr telefonierst. Halt doch endlich die Goschen, Trautmann. Es ist eh schon wieder tot. Ah, warte noch, du bist auch tot.
Ihr zwei bringt sie gleich noch hinten. Tempo! Trixie hast du. Ja. Hast schon einmal eine Pistole in der Hand gehabt, Trixie? Ja. Jetzt reicht's mir dann. Lass das Kind in Ruhe, Kriegsler, sonst wäre ich wirklich böse. Möchtest gerne mal, Trixie? Komm her, Prinzessin. Was? Jetzt ist aus. Jetzt bist du zu weit gegangen. Stopp, Opa. Glaub mir's. Hinsetzen. Komm, lass mal rein. Das gibt's ja nicht. Wieso hebt er nicht an? Nur Geduld. Er steht total unter Druck. Es ist bestimmt was passiert bei der Schießerei. Ja, aber unsere Leute glauben, dass er seinen eigenen Komplizen erschossen hat. Wir werden's gleich sehen. Hallo? Ja, hier spricht Wallner von der Einsatzleitung. Wer sind Sie? Ich bin die Trixie und ich soll sagen, ich soll jetzt auf Klappe 14 anrufen, im Kassenraum fahren. Okay, Trixie, machen wir gleich. Aber sagen wir noch eins, ist mir verletzt bei euch? Leg auf, Sweetie. Trixie? Alles gut. Trixie, was ist geschehen bei der Schießerei? Der eine ist tot und der andere, der Brenner heißt, der hat eine Maschinengewehr. Trixie, hier geht's da auf. Oder ich schieß in den Haufen, Doc. Was hast du denen erzählt? Nix, was soll ich erzählt haben? Die wissen doch eh alles. Na bitte. Hallo, Herr Brenner? Was ist jetzt geschehen bei Ihnen? Nichts, was unseren Deal betrifft. Ist jemand verletzt bei Ihnen? Es wird gleich jemand tot sein. In genau 17 Minuten, dann ist nämlich mein Ultimatum vorbei. Moment, Herr Brenner, langsam. Ich habe sehr gute Nachrichten für Sie. Wird da Zeit? Sie kriegen das Geld, ja. 1 Million Euro in nicht nummerierten kleinen Scheinen. Es ist bereits unterwegs hierher. Und der Wagen muss auch jeden Moment da sein. So, wie Sie es gewünscht haben. Passt. Also, Herr Brenner, es liegt an Ihnen. Ich stelle Ihnen jetzt 2 Fragen, die Sie mir bitte beantworten. Ein Scheiß, Ferdi. Sie möchten doch auch, dass es möglichst schnell vorbei ist, oder? Genau. Und die hab's in der Hand. Klar, Sie haben das Sagen, Herr Brenner. Also, bitte. Jetzt machen Sie doch einmal was. Sie sind doch Polizist, um Gottes Willen. Sie sind doch kein nur Grünstein, oder sehen Sie nicht, wie der drauf ist. Warte mal, kann ich dir was helfen? Geht schon, boah. Los, ne? Gut, Kollegen. Also kurz soll mir recht sein, aber um Punkt 20.30 Uhr ist der Spaß aus, du verstehst? Das ist mein letztes Wort und mein letztes Ultimatum. Grünsteidl, wem hast denn das Geld geflattert? Das ist mein Frieden. Kümmert sich noch lieber um meinen eigenen Schaß, Herr Brösler. Ein paar von euch aus. Die Bullen erfüllen alle meine Forderungen. Gratuliere, Brenner. Dann lass es mir jetzt gehen. Ich bin
bin ein Abgeordneter. Ich kann Ihnen alles regeln. Auf mich hört man. Bleib liegen, sonst bist du nur vor dem Kieberer hin. Was denn Wesseli aussehen? Der hat irgendwas mit dem Kreislauf oder so. Jetzt hör gut zu. Falls du den Zugriff von der Hey überlebst, machen die seine Buren. Egal, wo du bist. Soll ich losfahren? Na okay, soll sich der Schneebrunn zerschleichen. Sehr gut. Aber allein kann er nicht gehen. Siehst du ja. Bitte. Bitte, ich könnte am Tag, ich bin relativ stark. Angeschissen vielleicht, du bleibst schon da. Die und den Kieberer brauche ich vielleicht später, wenn's dann noch lebt. Und den Direktor brauche ich. Und die Trixi. Alle anderen können sich schleichen. Bitte, Herr Brenner. Haben Sie doch einen. Sind wir dann soweit? Bitte, Herr Brenner, gib's mir noch eine Chance. Jetzt haben Sie eh schon mehr Geld. Jetzt reicht's mir mit dir. Hinsetzen und eine Ruhe geben. Von welcher Scheißpartei bist du denn überhaupt? Was hätten Sie denn gern hören? Also ich bin ja gespannt, ob der den Trautmann auch rauslässt. Sicher. Welcher Geiselnehmer will schon einen ausgebildeten Polizisten als Gefangenen? Ja, andererseits kann uns keiner so präzise erzählen, was da drin los ist, wie er. Ach so, ja, stimmt. Das Mädel da hinten kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann das sein, dass das eine aus den Fotos aus dem Täterkreis ist? Na, das ist der Vorführeffekt. Es ist spurlos verschwunden. Hey, da tut sich was. Was ist wohl jetzt überwinden da? Bravo! Bravo! Sadum Maso 6. Der wollte einen Gewalt haben, wir bitte. Sperr zu, Prinzessin. Bravo, Brenner. Stolz auf dich. Wenigstens haben wir was Gescheites gemacht. Was war das für eine Nummer, Trautmann? Was meinst du? Stell dich nicht so blöd. Sadomaso 6. Was soll das heißen? Blöde Fragerei. Na, woher soll ich wissen, was das heißen soll? Zweimal hat das gerufen. Sadomaso 6. Stimmt der? Wisst ihr, was das heißen soll? Sag, hat der Trautmann nicht unlängst gefragt, was SMS heißt? Das ist nur so ein Kürzel für uns. Heißt nichts anderes, dass alles okay ist. Kieber ist ja gar. Bitte ruf an, frag die Kollegen. Ich glaub's dir aber nicht. Das heißt vielleicht wirklich, dass der Brenner SMS verschickt von der Trainer. Ja, und draußen steht jemand, der auf ihn wartet. Suchen wir aber die Nadel im Heuhaufen. Kurz, langsam. Da drüben steht das Mädel wieder. Das ist eine aus unserem Täterkreis, ich schwör's euch. Ich kann mich wieder erinnern. Ich hab sie vor einiger Zeit vernommen, sie hat eine Handtasche gezogen. Und der Trautmann hat sie bei irgendwen gekannt. Der Name Brenner ist auch gefallen, hundertprozentig. Jetzt geht aber der Fantasie mit dir durch, was? Einer von euch soll den Koffer vor die Eingangstür bringen, aufmachen, damit ihr das Geld sich zumachen und sie wieder schleichen. Der Motor vom Fluchtwagen muss laufen. Wenn uns jemand folgt, wird der Geisel erschossen. Eh klar, oder? Ist der Topf was Madl? Der Nasenlangel wieder frei, damit die Tricks sind. Vielleicht lässt er mich jetzt gehen. Trautmann, reden Sie doch jetzt so gut mit dem Wahnsinnigen. Fahr los.
der Oberst? Na, sonst ist sie weg. Der Direktor bleibt herinnen. Schönen Abend. Danke. Danke vielmals. Ihr drei kommt's mit. Kannst Auto fahren, Dadi. Kommen wir jetzt, mein Auto steht irgendwo im Nirvana. Fahr, was ist jetzt bitte? Polizei, ich beschlagnahme Ihr Auto, steigen Sie bitte schnell aus. Ich fahr aber. Setz dich dort zusammen. Darf ich bitten? Danke dir recht schön. Wollt mir so? Bereit werden. Person kommt demnächst mit den Geiseln heraus. Auf meinen Befehl warten. Schau, da fuhren, da ist eh. Voll Treffer, ich sag ja, auf der Straße macht mir keiner was vor. Nicht blöd. Das hätte ich dem gar nicht zutraut. An alle, auf keinen Fall schießen. Ich wiederhole, auf keinen Fall schießen. Adler 25, ist Person zu erkennen? Negativ. Person am Steuer ist junges Mädchen. Drei weitere Personen im Fond. Auf neuen Befehl warten. Verstanden. Okay, dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Okay, mit dir bin ich noch was Vorkieberer. Für die anderen zwei ist die Party bald vorbei. Gehen Sie rausgekommen. Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Brenner. Ich hab Zeit. Im Hotel tauchen die unter? So ein Teure. Vielleicht wechselst du den Wagen? Adler 33. Eine Person steigt aus. Danke Ihnen schön und danke vielmals und alles Gute, Fahrt. Dei, dei, dei. Perla, ich bin stolz auf dich. Zimmer 426. Dann hätte ich noch gern so ein Parkticket für die Tiefgarage, dass ich immer ein- und ausfahren kann.
wieder schon. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ihr das Mal gelöst. Nicht hudeln. Es geht dir einen Scheiß an. Außerdem ist die Trixi gern bei mir. Stimmt, Sweetie? Naja, aufregend ist eigentlich schon. Zimmer Nummer 426. Sagt sie Trixi brav auf Wiedersehen und dann steckst langsam aus. Und du wartest, bis der Kieberer die Sachen hinten rausgenommen hat und dann fährst weiter. Süß bist. Also, nur einmal zum Mitschreiben. Dass sie Trafiken gemacht hast, können wir da nachweisen. Dafür gehst du in Häfen. So. Aber Mittäterschaft bei einer Geiselnahme mit einem Toten. Weißt du, was das heißt? Den 142er kennst, hm? Raub. Unter 33.4 kommt als Erschwerungsgrund dazu, wenn einer führend an einem Verbrechen beteiligt war. Und das warst du als Lenkerin. Mit Glück. Wohlgemerkt mit Glück. Sind das allein 6 Jahre, Frau Beinbichler. Ihr könnt mir nichts nachweisen, gar nichts, ihr Scheißbullen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe! Es war ja nicht meine Idee! Ihr Sauber, ihr Geschissene! Ihr Arschlöcher! Wenn's leben willst, bleibst ganz cool, holst dein Wappen und drehst dich nicht. Machst ein völler Schiersee. Mir egal, ich hab nichts zum Verlieren. Das ist ein Alarmeinsatz. Die Sicherheitsdienste sind informiert. Dir bleibt's im Zimmer, ja? Okay. Alles klar. Na servus. Das ist ein Alarmeinsatz. Der Trautmann ist die letzte Geisel. Polizei, brauche dringend Ihr Handy, wenn es dann so. Moment bitte. Die Zimmernummer brauche ich. 426. Ja. Ist der Sicherheitsdienst schon bei euch? Nein, aber sie haben angerufen, dass wir ihn raufschicken. Warte mal, Trautmann, jetzt hat's geklopft. Alles okay, Security. Alles klar, Trautmann, kannst drauf kommen. Willi! Nimm mir die Handschellen und die Puffen ab, schnell. So, wie viele Leute von euch sind schon da? Kollegen, ich fahr mit euch, wart's auf mich, hm? Komm, tu weiter. Nimm mal da schnell den Koffer und geh mal. Super Einsatz. Danke. Kollegen, wo seid ihr?
Baby, da ist gleich die Hölle los. Sehen wir das Haus jetzt von unten bis oben durch, okay? Okay. Okay. Ja, danke. Danke für die Information. Danke, Servus. Die Beamten kommen durch, das ist das Wichtigste. Vom Brenner und von dem Marl fällt zwar leider jede Spur, aber die Flughäfen und die Grenzübergänge sind alarmiert, also sie kennen es nicht. Jo. Okay. Ihr habt super gearbeitet, also ich bin stolz auf meine Mannschaft. Auf jeden von euch. Es wird bestimmt eine Anerkennung geben. Und jetzt geht's zu Hause, schlaft euch aus, vor morgen Mittag will ich keinen von euch sehen. Weißt du, was ist? Wie später. Was heißt? Das ist nicht mehr dein Fall, Trautmann. Vergiss das nicht! Tja. Die Kinder führen halt ihr eigenes Leben, dagegen kannst du nichts tun. Kann er leider nicht immer alles richtig machen. Schau mir. Meine Tochter. Franz, ich habe kein Interesse daran, dass man der Rosis Knack bricht. Glaubt mir's. Ich will euch helfen. Das sagen sie alle und dann lassen sie es vorher rein, das Madl. Wie mich. Das ist das Einzige, was ich habe geben können, das gutmütig ist und unschuldig und glaubt an das, was die Leute ihr sagen. Deswegen ist überhaupt so weit gekommen. Dass ich nicht da war zum Helfen. Und kein Vater mehr. Weit und breit. Sag das nicht, Franzi. Ich will dir wirklich helfen. Schau. Der Brenner hat dringend einen Arzt gebraucht, oder? Ich bin mir sicher, die Rose hat mir angerufen, dass du hilfst. Unterstupfen wir sie auch wohl müssen. Zu. Wenn du mir sagst, wo die zwei hin sind, dann reiß ich die Rosi aus der Mitte der Schaft beim Bankhof raus und schau, dass ihre anderen Geschichteln mit einem 127er, das sind 6 Monate unbedingt durchgängen. Hm? Wenn ich das sag, bitte, Trautmann, mit der haben die Kollegen auch geredet. Sie hat nichts gewusst, sonst hätte sie was gesagt.
warum soll es ausgerechnet dir was verraten? Weil ich ein alter Hund bin. Weil ich Zeit lassen hab. Weil ich das Gefühl gegeben hab, dass ich sie als Mensch sehe. Du bist aber nicht mehr zuständig. Und menschlich kommen tun ja die Kollegen auch. Menschlich? Die Tochter rammt Trafiken aus, reißt alten Frauen die Handtaschen weg, ist bis oben hin mit Drogen zu. Und der willst du menschlich kommen. Bitte, wo hat sie denn hingeschaut, wie es abwärts gegangen ist mit der Frau Tochter? Siehst du, Bursche, das ist genau der Punkt. Ich finde die Welt auch nicht immer richtig, so wie sie ist. Aber ich schau hin. Und denk nach, bevor ich selber was kaputt mache, was leben will. Außerdem habe ich was in die Hand versprochen. Bitte? Warum du Polizist geworden bist, weiß kein Mensch. Alles, was du machst, ist entweder gegen Strafgesetz oder gegen irgendein anderes Gesetz. Von der Dienstinstruktion rede ich gar nicht. Sag mal, wie kannst du? Bist du eigentlich nur da oder bist du schon drüben? Schon wer scheiße denn schon was um so arme Sau, die in ihrem ganzen Leben noch nie was Schönes gehabt hat? Außer vielleicht. Hey, bitte, hör auf. Ja, gut, zugegeben. Heilige Genoveva ist sie vielleicht keine. Aber dafür wissen wir jetzt, wo der Brenner ist. Und den suchen wir, den müssen wir haben. Nicht so ein armes Händel wie die Rose. Die ganze Exekutive, der ganze Riesenapparat ist hinter dem Hundling her. Und wer wird ihn finden, ha? Wir. Die Bloßfüßigen vom Kurt 2. Ja, vielleicht. Wenn das Geschichtl stimmt, was da die Mutter eingedruckt hat. So hat er meiner gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Und hat der, obwohl er vielleicht zu uns ein Trottel gewesen sein mag, wenigstens das arme Recht gehabt. Sweetie, endlich. Einen Hunger habe ich und riesige Schmerzen. Das Pulver braucht. Ich bin da, weil du zwei Sachen hast von mir und die hätte ich gern wieder. Bevor die Spezialeinheiten da sind. Das ist die Grochen und ein 100-Euro-Schein. Dabei hänge ich überhaupt nicht an die Abufen. Und aus dem Geld machen wir eigentlich auch nichts. Es ist nur, weil er meine Versprechen hält. Ich hab Angst vorm Sterben. Die Schmerzen spüre ich auch nicht. Für mich ist ein Platz in der Hölle reserviert, dran lässt sich nichts mehr ändern. Schon sonderbar war's, dass du und ich was Gemeinsames haben. Dass wir da gerade jetzt draufkommen, in deiner letzten Stunde. Sag mal so, Brenner, ich schenk dir die Puffen. Ist meine Ehre, wenn du das benutzen willst. Für die. Das Geld. Das gehört das Stück, weil sie schließlich wohnen. Ne? Tja. Spät geworden, hm? Hat man. Du hast mir mal versprochen, dass ich im Hefenhaupt drin. Da muss ich mich wohl täuscht haben. Thank you.
Bitte, Heinz, bitte, bleib jetzt wirklich ganz entspannt. Schau, wenn die jetzt wirklich wissen wollen, woher die Kohle stammt, muss ich natürlich dich als Spender deklarieren. Man sei mir nicht besser, aber da geht's einfach ums nackte politische Überleben. Schau, nein, ich hab einen Vorschlag. Wir werden das Ganze als Riesenspende deinerseits für irgendeinen sozialen Fonds deklarieren, wo man eh nicht nachvollziehen kann, wo die Marie wirklich hingeht, bevor es dann wieder auf Umwege zurückkommt und in die Parteikasse fließt mit einem herzlichen Dankeschön. Nein, der einzige wirkliche Wermelstropfen ist, ich fürchte, für die Abstimmung, für dein Exportgeschäft noch Dings habe. Nein, ist wurscht jetzt. Das wird schwer werden. Also, aber den unsrigen. Heinz, bitte sei mir nicht besser. Was kann denn die Partei dafür, dass der Wahnsinnige ausgerechnet an dem Tag die Bank überfällt? Du nimmst jetzt ganz schnell deine Füße in die Hände und zischt ab nach ganz weit weg. Weil der Bock ist ab heute hinter dir her. Und zwar für immer. Und in deiner Scheißpartei wird's Opfer geben. Aber ich möchte schon zu meiner letzten Rechtfertigung. Abmarsch. Geh mal. Der Werner, dein Parteichef ruft dich morgen in der Früh an, ja? Na, mach auf. Gratuliere, Bursche. Das sind die 400 Euro von einem Monat von mir. Du hast eine gute Nase bewiesen. Gratuliere auch. Na ja, das habe ich mir von euch abgeschaut. Und du, Trautmann, du bist für mich ja wirklich... Lass es gut sein, Bursche, lass es gut sein. Also meine Gratulation an euch alle. Das war eine scharfe Rasur, aber es war ein Erfolg. Du bist ein sturer Hund, Trautmann, aber besser findet man kaum, das muss man schon sagen. Das mag aus einem Pflaster hier schon keine Elefanten. Ein bisschen ein Glück war dabei. Aber das brauchst du, das alter Kiemerer. Na komm, so alt bist du auch wieder nicht. Fühlen tue ich mich wie 100. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal daheim gesessen bin. Ein Fleischlbier vom Fernseher. Ich biete Ihnen meine bewährten Bingo-Buchstaben an. Sie wissen, wie es geht? Halt, das ist mir ein laubes Halbchen. Halt! Das österreichische Verkehrsbüro lädt ein zur Musi-Traumreise. Was ist los? Ich meine, das ist aber nicht wahr, oder? Das gibt's ja nicht. Ich meine, haben wir das den Strommotrad oder was? Das steht doch nicht wahr sein. Ich meine, Herrgott, nehmen wir das. Die Bank. Ja, klar. Die Bank, ja, na sicher. Mann. Und die ist an meinem ersten freien Abend seit was weiß ich war. Na, weiß nicht. Ja, weiß nicht. Ich denke, auf was gefasst machen wir, wenn wir vorbeikommen. Das Spiel ist aus.